Hey ho, meine Lieben! Cocktail-Ecke! Ja, ich habe Besuch da. Der Feigling versteckt sich gerade da hinten. Stefan, komm gleich einmal her. Stefan, servus. Von Stefans Grillecke. Und ja, Cocktailzeit heute. Und er hat sich gleich einmal einen gewünscht. Ein Blue Hawaiian. Genau. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ich denke schon. Und den probiere ich jetzt ziemlich nah an dem Rezept zu halten. Und ja, dazu habe ich mir auch noch was gekauft, bestellt, ist heute noch rechtzeitig gekommen. Aber gehen wir rüber in die feine, aber kleine Barecke und legen los. Ich denke, ich habe hier mal alle Zutaten aufgebaut. Crushed Eis hier drin, ganz, ganz wichtig. Gekauft habe ich mir hier dieses kleine Barmixer-Set. Dauernd fällt der Stößel um. Den tue ich jetzt einfach mal auf die Seite, weil das geht mir auf den Sack. Ja, dann diverse Becherchen mit Double Jingle, nennt sich das, glaube ich. Der hat 2 Cl, der müsste 3 Cl haben. Zuerst habe ich gedacht 4, aber ist dem nicht so. Extra noch nachgemessen mit einem Checky-Glas. Stefan, wie viel hat man hier drin? Da haben wir 8 Cl. 8 Cl. Jo, also die werden wir jetzt brauchen. Mein Shaker. Dann die Eiszange. Hier ist so ein kleines Siebabseier mit drin. Das ist hier jetzt gerade richtig. Dann haben wir einen Blue Curacao. Ich kann das Zeug alles nicht so ganz genau aussprechen. An weißen Rum, Ananassaft, Ananas für Deko, Cream of Coconut. Also ich habe da so eine cremige Dose jetzt gekauft. Ich hoffe, dass das soweit passt, aber ich werde mir da definitiv noch speziell für Cocktails was organisieren. Und ich würde mal sagen, lege ich jetzt ganz einfach mal los. Dann werde ich auch gleich mal hier die Ausgießer austesten heute. Na? So. Einmal, zweimal. Da bin ich ja jetzt echt gespannt, wie das alles so funktioniert, ob das so gut geht, wie ich mir das vorstelle. So. Und dann, ach, da ist er, Mann. So, den haben wir natürlich vorher ausgespült. Ja, wo fangen wir an? 4 Cl Cream of Coconut, machen wir gleich die doppelte Menge. Dann brauche ich es bloß einmal machen. Jawohl. 8 hiervon. Dann brauchen wir 8 Cl weißen Rum. Oh, ist geil, so ein Ausgießer. Jawohl. 2 Cl Blue Curacao. Ja, meine deutsche Sprache, schwere Sprache. Warum haben die auch alle so verdammt komplizierte Namen? Wollen wir ein bisschen bescheißen oder ein bisschen mehr nehmen von dem Zeug? Wir können ein bisschen bescheißen. Ja. Dann nehmen wir 2, 4, nehmen wir 6. Drei. Sechs. Tja. Und dann zu guter Letzt brauchen wir noch unseren Ananassaft.
9, 18, na, wie viel haben wir gesagt sind hier drin? 8. 8. Zweimal 8 sind? 16. Richtig. Hey. Sechzehn, 17, 18, ja gut, wenn es ein kleines Schluckerl mehr ist, ist das auch in Ordnung. So. Oh, jetzt haben wir gerade Aufnahme gedrückt. Haha. Hab ich schon. Ja, und dann das Crushed Eis. Ich hätte auch nichts gegen eine zweite Runde. Ja. Ich glaube, ich lange mit der Pfoten rein. Ich glaube, zum Shaken reicht es. So, jetzt hoffe ich, dass mir das Zeug nicht durch die Gegend tritt. Uiuiuiuiuiui, oder wie machen die immer? Ja. Ja, wir haben hier Gaudi, wir haben Spaß. So soll es ja auch sein. Gleich noch viel mehr. Jo. So. Das bisschen Schaum, was sich da gebildet hat, finde ich in Ordnung. Ich muss das jetzt nicht extra abseiern. Ja, coole Farbe. Ja, ich muss jetzt bloß gucken, dass ich mich nicht selber bescheiß, dass wir beide gleich viel drin haben. Oder so ungefähr. So. Dann kommt das Bescheißerle eines jeden Barkeepers. Jetzt nehme ich einen Löffel. Ich glaube, das ist für mich persönlich einfacher. Ich mache halt so viel Crushed Eis rein, dass das Glas ziemlich voll wird. Das reicht, sonst wird mir persönlich das auch ganz viel zu wässrig. So. Soll ich mal unsere Strohhalme da rein. Und natürlich nicht fehlen darf unsere Deko-Ananas. Ich hoffe, dass sie nicht unbedingt abbricht und reinfällt. Und tada! Fertig sind unsere Blue Hawaiian. Ja, und die lassen wir uns jetzt natürlich vor der Cam schmecken. Tja, und wie lockt man die Leute vor die Kamera? Komm, komm, komm. Tja Leute, ja, eigentlich wirklich simpel und cheers. Lecker. Wie soll sowas normal schmecken? Also ich finde es gelungen. Ich finde ihn auch gut. Gut, ein bisschen mehr Ananasgeschmack lastig könnte er sein. Kokosnuss kommt aber gut durch. Mhm. Du hast es heute mit dem vollgespritzt werden, gell? Ich werde heute den ganzen Tag noch eingespritzt, ich weiß auch nicht.
Nicht von mir das erste Mal jetzt. Ja. Aber so wirklich sehr lecker. Beim nächsten Mal vielleicht einen Schuss mehr Ananas. Ist mein persönliches Empfinden. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die normal schmecken. Aber wie gesagt, für mich persönlich richtig geil. Ich finde es toll. Ein bisschen Ananas als Deko. Und wir lassen uns das jetzt schmecken. Und bereiten nachher dann das nächste Video vor. Jawohl. Ja, gehen wir. Tschaikowski.